Ihre Story, Ihre Informationen, Ihr Hinweis. feedback@heute.at. Ein Aus-Ida-Unfall hatte sich am Freitag gegen 13 Uhr ereignet, um 15.30 Uhr war aber immer noch kein Ende in Sicht. Grund dafür war ein Unfall zwischen zwei Lastwagen auf der Richtungsfahrbahn nach Wien. Auffahrunfall auf A1, Fleisch auf Autobahn geschleudert. Die zwei Lastwagen dürften sich in voller Fahrt touchiert haben. Während einer der LKW auf der A1 anhielt, stürzte der zweite mit WC-Papier beladene Laster bei der Autobahnauffahrt ins West in den Schutzwand-Leitplankenbereich. Zwei Verletzte zur Bergung des Lastwagens mussten Spezialfahrzeuge angefordert werden. Die A1 wurde gesperrt, es bildete sich ein kilometerlanger Stau. Bisher wurden zwei leicht Verletzte ins Unfallkrankenhaus Linz gebracht, drei weitere beteiligte Personen blieben unverletzt. Wann die Sperre aufgehoben werden kann, ist derzeit unklar. Autofahrer wurden angewiesen, die A1 in diesem Bereich zu meiden. Der Stau, der anfangs schnell 15 Kilometer betrug, wuchs zuletzt gar auf 22 Kilometer an. Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at, das könnte Sie auch interessieren. Jetzt kommentieren, Kommentar lesen, RFI. Hier können Sie einen Kommentar zum Thema verfassen.